Meine Damen und Herren, heute holen wir ein Thema zurück auf die Tagesordnung, das in ähnlicher Form bereits im Mai und Juni 2012 hier behandelt wurde. Wir holen es zurück, weil es der Diskontinuität anheimfiel, aber weil es eben nichts von seiner Dringlichkeit verloren hat, meine Damen und Herren. Mit den Folgen der Bundeswehrstrukturreform haben viele Länder zu kämpfen. Vor allem aber haben viele unserer Kommunen damit zu kämpfen. Seit dem 26. Oktober 2011 wird das Stationierungskonzept der Bundeswehr umgesetzt. Die Dienstposten werden bundesweit reduziert, von über 280.000 auf 200.000. Dadurch fallen von fast 400 Standorten 31 ganz weg, weitere 90 werden drastisch verkleinert. Sie werden nach der Reform zum Teil weniger als halb so groß sein. Bis 2022 muss für mehr als ein Viertel aller heutigen Standorte ein ziviles Nachnutzungskonzept her. Der Abzug der Bundeswehr trifft die strukturschwachen ländlichen Regionen in unserem Land besonders hart. Wo Bundeswehrangehörige und ihre Familien gehen, da gehen nicht nur die Nachbarinnen und Nachbarn, die Freundinnen und Freunde, da gehen auch Arbeitsplätze und da geht Kaufkraft. Die Konversion ist damit riesige Herausforderung für die betroffenen Kommunen. Das kann ich für Schleswig-Holstein sehr nachdrücklich beschreiben, aber ich bin sicher, für Niedersachsen oder Bayern gilt sehr Ähnliches. Stellen Sie sich einen kleinen Ort vor, weit ab von jeder größeren Stadt und ein Stück weiter draußen die Kaserne, die Sie jetzt verlieren. Das merkt der Kaufmann, das merkt der Gastwirt, das merkt die Schule, das merkt das ganze Leben in diesem Ort. Da, wo die Arbeit geht, da muss Voraussetzungen geschaffen werden, meine Damen und Herren, dass neue Arbeit entstehen kann. Und das muss nicht irgendwann entstehen, sondern das muss so schnell als möglich nach Abzug der Bundeswehr entstehen. Aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen, wie die BImA verhandelt, wird es ganz schwer, den Strukturwandel so zu gestalten, dass rechtzeitig für die Kommunen diese neue Arbeit dort entstehen kann. Mit unserer Initiative wollen wir es den Kommunen leichter machen, gute Lösungen zu erarbeiten. Es wird höchste Zeit, dass wir miteinander handeln. Wenn Liegenschaften sinnvoll weitergenutzt werden, dann mildern wir gemeinsam die Folgen des Abzugs der Bundeswehr. Da, wo Konversion erfolgreich ist, da bleibt Kaufkraft, da bleibt Lebensqualität. Die Länder helfen ihren Kommunen bereits, indem sie Machbarkeitsstudien unterstützen oder Projekte mit Wirtschaftsförderungsmitteln begleiten. Dennoch zeichnen sich für viele Standorte immer noch keine Lösungen ab. Der Bund hat uns ein Konversionspaket aufgeladen, das Kommunen und Länder gemeinsam kaum schultern können. Daher fordere ich, der Bund muss mit anpacken. Er hat das Paket geschnürt. Auch er sollte das Paket ein Stück des Weges mittragen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir wieder einmal Geld haben wollen vom Bund. Hier jedenfalls nicht, meine Damen und Herren. Nein, wir wollen nur ein Verständnis dafür, was Kommunen jetzt brauchen, wenn sie verhandeln mit der BImA. Darum beantragen wir die Ergänzung des § 1 des Gesetzes über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Mit dieser Änderung könnte die BImA davon abweichen, ihre Praxis so absolut umzusetzen, die nicht mehr genutzten Liegenschaften nur zum Marktpreis abzugeben. Diese Vorgabe macht die Preisvorstellung des Bundes häufig unrealistisch und macht die Verhandlung ausgesprochen langwierig. Nach einer entsprechenden Änderung könnte die BImA bei der Ermittlung des Kaufpreises endlich auch die berechtigten strukturpolitischen Ziele der Kommunen, die dann auch strukturpolitische Ziele von Land und Bund sein sollten, berücksichtigen. Manchmal lassen sich Kommunen und kommunale Liegenschaften eben nur dann sinnvoll weiter nutzen, wenn diese Liegenschaften unterhalb des aktuellen Verkehrswertes abgegeben werden oder des Wertes, den die BImA für den Verkehrswert hält. Für diese Einzelfälle wollen wir das Gesetz anpassen. Die Last der Konversion, sie bleibt für die Kommunen auch dann noch schwer genug. Sollten die Grundstücke übrigens irgendwann wieder ins Geld kommen, dann gibt es genügend Vertragsmöglichkeiten, den Bund und seinen Haushalt daran teilhaben zu lassen.
Der Bund würde mit einem solchen Zugehen zeigen, dass er sich auch um die Folgen seiner Entscheidungen kümmert. Wir tragen diese Bundeswehrstrukturentscheidungen mit, aber wir wollen sie nicht haushalterisch alleine tragen müssen, und auch unsere Kommunen sollten das nicht tun. Im Augenblick haben wir nicht unbedingt den Eindruck, dass der Bund dies genau verstanden hat. Immer wieder haben die Ministerpräsidenten aller Länder auf ihren Konferenzen auch gegenüber der Bundeskanzlerin die Anpassung des BIMA-Gesetzes gefordert. Die Bundesregierung hat bisher all diese Forderungen abgelehnt mit dem Verweis auf bestehende Städtebauförderung und die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und immer wieder mit Verweis auf den eigenen Haushalt. Hier verweisen wir auf die Haushalte unserer Kommunen. Sie sind uns mindestens so wichtig wie der Haushalt des Bundes. Wir hatten das Thema hier im Bundesrat. Aus gutem Grund hatten wir einen gemeinsamen Bundesratsbeschluss. Der ist nun obsolet geworden. Wir nehmen deshalb heute erneut Anlauf. Die Sorgen der strukturschwachen und damit besonders betroffenen Regionen sind nicht geringer geworden, meine Damen und Herren. Sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen unsere Unterstützung. Anders werden sie kaum zu tragfähigen Nutzungsperspektiven kommen. Der Bund muss mithelfen, diese Last zu schultern. Er hat sie zum Teil uns mit aufgebürdet. Es wäre ihm ein leichtes, über die BIMA zu helfen. Und die Worte von Herrn Pofalla noch im Ohr, bin ich sicher, wir werden das miteinander auch schaffen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war Thorsten Albig, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Und sein Entschließungsantrag geht jetzt also in die Ausschüsse. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, zu Tagesordnungspunkt 4. Es geht um das AIFM-Steueranpassungsgesetz. Es ist das Begleitgesetz zum neuen Kapitalanlagegesetzbuch. Das ist bereits im Sommer diesen Jahres in Kraft getreten. Allerdings ohne dieses Steueranpassungsgesetz. Das ist aber ganz wichtig, denn dadurch können Steuerschlupflöcher für die nächste Zeit geschlossen werden, durch die in diesem Jahr zum Beispiel dem Bund 4 Milliarden Euro verlustig gehen könnten. Und das will man natürlich verhindern. Deswegen nochmal diese Initiative des Bundesrates, damit dieses Gesetz noch vor Jahresfrist auch beim Bundestag durchgehen kann. Norbert Walter-Borjans, SPD, der Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, der erste Redner dazu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will ein Fazit direkt an den Anfang stellen. Bei dem, worüber wir heute hier zu beraten, zu entscheiden haben, eilt es, und es eilt sehr. Denn es geht um das Gesetz zur Anpassung der Investmentsteuergesetzes und andere Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz, das Gesetz über alternative Investmentfonds. Wenn wir dieses Anpassungsgesetz nicht bis zum 31.12. in diesem Jahr unter Dach und Fach bekommen, dann gehen den öffentlichen Haushalten extrem hohe Einnahmen verloren. Kassenwirksam müssen wir sogar damit rechnen, dass auf einen Schlag Milliardensummen entfallen, weil sich für Unternehmen die Möglichkeiten eröffnen, stille Lasten zu heben bei der Übertragung von Pensionsansprüchen und sie dann steuerlich in Abzug zu bringen, ohne dass an anderer Stelle die entstehenden Einnahmen und Gewinne versteuert werden müssten. Es gibt jetzt schon wieder Kreditinstitute, die es als Dienstleistung anbieten, die mögliche Gesetzeslücke für die Umgehung von Steuern bloß nicht verstreichen zu lassen und deswegen die Schuldübernahme ihrerseits anbieten. Dem Investmentsteuergesetz würde übrigens auch noch die notwendige gesetzliche Anwendungsgrundlage fehlen, wenn wir heute nicht weiterkommen, beziehungsweise wenn wir nicht bis zum Ende des Jahres alles unter Dach und Fach bringen, weil das alte Investmentgesetz außer Kraft getreten ist. Und ganz abgesehen davon gibt es noch einen Punkt, denn mit dem AIFM-Umsetzungsgesetz und Anpassungsgesetz wird auch die rechtliche Grundlage für das FATCA-Abkommen zum Datenaustausch von Steuerdaten mit den USA ohne eine rechtliche Grundlage bleiben. Wenn wir das Gesetz bis zum letztmöglichen Zeitpunkt wirksam werden lassen wollen, dann muss der Bundesrat es heute einbringen, damit er ihm nach Übermittlung an die Bundesregierung und nach Verabschiedung im Bundestag in der letzten Sitzung am 19. Dezember noch zustimmen kann. Und damit verbinde ich ganz eindeutig auch die herzliche Bitte und die Aufforderung an den Bundestag, jetzt nicht an dieser Stelle noch Zeit verstreichen zu lassen, weil das am Ende dazu führen würde, dass wir in eine extreme Terminenge kommen, was den 31.12.2013 angeht. Dass es überhaupt so knapp geworden ist, das hat eine Reihe von Gründen.
Ich muss ganz eindeutig sagen, nach vielen Gesprächen in diesem Sommer sind die nicht erfreulich gewesen. Aber man muss auch irgendwann sagen, wir haben nach meiner festen Überzeugung jetzt diese Gründe, die uns gehindert haben, schneller zurande zu kommen, ausgeräumt. Der Bundesrat hatte das Gesetz in den Vermittlungsausschuss überwiesen, weil es in seiner ursprünglichen Form inakzeptable Steuerschlupflöcher erhalten oder sogar neu geschaffen hätte. Es ging im Wesentlichen um zweierlei. Mit der Veräußerung von Pensionsansprüchen würden ohne eine gesetzliche Einschränkung beim Veräußerer stille Lasten gehoben und, ich habe es eben schon gesagt, in einem Schlag zu erheblichen Steuerausfällen führen. Der Erwerber dieser Ansprüche hätte diesen Ausfall aber nicht auszugleichen. Die Mehrheit dieses Hauses wollte sichergestellt wissen, dass Entlastung und Belastung miteinander korrespondieren und sowohl der Steuerausfall beim Veräußerer als auch die Besteuerung beim Erwerber zeitlich über viele Jahre gestreckt wird. Damit wäre die Belastung für alle Beteiligten tragbar, ohne dass man das Problem wieder einmal auf dem Weg der aggressiven Steuergestaltung zu Lasten der Staatseinnahmen gelöst hätte. Das zweite Problem bestand in der von der damaligen Bundestagsmehrheit eröffneten Möglichkeit, neue Investment-Kommanditgesellschaften für die Pensionsansprüche zu schaffen. Und so wie die im Gesetzesentwurf beschrieben waren, wären auch da nach unserer festen Überzeugung missbräuchliche Gestaltungen und neue Wege der Steuerhinterziehung und Steuerumgehung eröffnet worden. Zu dieser Frage hat der Vermittlungsausschuss eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die der Bundestagsabgeordnete Michael Meister von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und ich gemeinsam geleitet haben. Und wir haben viele und intensive Verhandlungen miteinander geführt, mit der Beteiligung vieler anderer Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und den Bundestagsfraktionen. Und ich glaube, wir hatten schon ein gutes Konzept, diese Probleme auch zu lösen. Alle 16 Länder hatten schon im Sommer Zustimmung signalisiert und auch den Handlungsbedarf unterstrichen. Dass es trotzdem nicht mehr zu einer Entscheidung in der vergangenen Legislaturperiode gekommen ist, bedauere ich. Es hätte uns Zeitdruck genommen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Länder, ich will sie jetzt nicht noch einmal aufzählen, es sind nämlich alle bis auf eins, die sich angeschlossen haben, haben wir jetzt noch einmal die Möglichkeit, das Vorhaben zu einem guten Ende zu bringen. Wir sollten diese Möglichkeit nicht verstreichen lassen. Und deswegen bitte ich im Weg der sofortigen Sachentscheidung um Zustimmung ohne vorherige Ausschussbehandlung und um die Feststellung der Allbedürftigkeit, damit wir auch eine beschleunigte Stellungnahme der Bundesregierung erhalten können, der geschäftsführenden Bundesregierung. Was wir zu tun haben in diesem Haus, ist nicht immer spannend wie ein Krimi. In diesem Fall muss ich schon sagen, ist es spannend. Die Spannung haben wir selbst gemacht. Die Spannung können wir jetzt auch wieder aufheben. Und ich würde herzlich darum bitten, dabei mitzutun und mitzuentscheiden. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Norbert Walter-Borjans, weiter als SPD, der Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen und der nächste Redner Hartmut Koschig, CSU, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium. Herr Minister Walter-Borjans, Sie haben recht. Es ist jetzt müßig, darüber noch mal nachzusinnen, warum wir jetzt diesen Zeitdruck haben. Ich darf Ihnen sagen, an der Bundesregierung hat es nicht gelegen. Es hat auch nicht an den Ländern gelegen. Es lag bei einzelnen Befindlichkeiten unterschiedlicher Fraktionskonstellationen im Deutschen Bundestag. Gleichwohl, Herr Minister Walter-Borjans, ich möchte Ihnen auch namens der Bundesregierung, aber auch dem Kollegen Michael Meister von der CDU-CSU-Fraktion sehr herzlich danken. Sie haben ein vorzügliches Verhandlungsergebnis für den Vermittlungsausschuss vorgelegt. Und jetzt drängt in der Tat die Zeit, damit dieser hervorragende Gesetzentwurf, den die Bundesregierung ausdrücklich begrüßt, fristgerecht auch im Bundestag verabschiedet werden kann. Auch da unser Appell und unsere Bitte an alle Beteiligten im Bundestag, jetzt die Sachdiskussion schnell zu führen. Ich weiß, dass die parlamentarischen Geschäftsführer von CDU, CSU und SPD hier entsprechend bemüht sind. Und ich darf auch von hier einen Appell an die Oppositionsfraktionen des Bundestages richten. Auch in Ihrem Interesse muss es sein, dass dieses Gesetz jetzt bis zum Jahresende beschlossen wird und rechtzeitig in Kraft tritt. Denn wir alle müssen ein Interesse daran haben, für den Bund und für alle Länder Steuerausfälle zu
vermeiden. Das Gesetz verfolgt 5 wesentliche Ziele. Herr Minister Walter Borjans hat die notwendigen Anpassungen im Investmentsteuergesetz dargelegt. Und auch das eint Bund und Länder. Wir wollen Gestaltungsspielräume mit erheblichen steuerlichen Auswirkungen beenden. Aber wir wollen auch die Möglichkeiten schaffen, dass eine grenzüberschreitende Bündelung von Altersvorsorge, Vermögen von Unternehmen in Deutschland möglich wird, ohne neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und ich komme darauf noch, wir müssen auch dafür sorgen, dass die datenschutzrechtliche Grundlage für unsere Verpflichtungen aus dem FATCA-Abkommen in Kraft treten können. Und schließlich wollen wir einem Steuersparmodell endgültig den Riegel vorschieben, das sich hinter dem skurrilen Namen Goldfinger-Modell verbirgt. Lassen Sie mich zu der Einführung des sogenannten Pension Asset Poolings auch in Deutschland zu sprechen kommen. Ein englisches Wort für etwas, was auch für den Standort Deutschland, vor allem für die Attraktivität von Anlagen in Altersvorsorgevermögen möglich ist. Durch die Bündelung von Altersvorsorgevermögen von Unternehmen grenzüberschreitend können Kosten eingespart und Effizienzgewinne erzielt werden. Hiervon profitieren am Schluss auch pensionsberechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben. Wir haben verstanden, und das war auch unser Ziel, dass, wenn Deutschland den Anschluss an dieses Anlageinstrument finden soll, sich keine neuen Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen dürfen. Und deshalb haben wir ja jetzt durch das Vermittlungsergebnis diesen Zielkonflikt auflösen können und Sorge tragen können, dass sich durch die Möglichkeit, hier Altersvorsorgevermögen grenzüberschreitend zu bündeln, keine neuen Steuergestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Lassen Sie mich ein Wort zu FATCA sagen. Trotz aller Beschwernisse über die NSA-Ausspähvorkommnisse gibt es Erfolge in der transatlantischen Partnerschaft, auch beim gemeinsamen Vorgehen im Hinblick auf Steuervermeidung und dem Austrocknen von Steueroasen. Dazu haben die USA durch den 2010 verabschiedeten Foreign Account Tax Compliance Act, kurz FATCA, einen großen Beitrag geleistet, denn sie haben nicht kooperationswillige Staaten international zum Einlenken gezwungen. Und deshalb nutzt dieser inneramerikanische Akt nicht nur den USA, sondern er erleichtert auch uns in der EU und auch Deutschland berechtigte Forderungen im Hinblick auf notwendige Kooperation und Besteuerungsfragen durchzusetzen. Daher war es richtig, dass Deutschland mit weiteren EU-Staaten die USA bei diesem Ziel unterstützt haben und wir dieses FATCA-Abkommen geschlossen haben. Jetzt müssen wir allerdings im AIFM-Steueranpassungsgesetz dafür sorgen, dass unsere Lieferung besteuerungsrelevanter Informationen auch erfolgt, damit wir die notwendigen Informationen aus den USA im Hinblick auf die notwendige Aufklärung besteuerungsrelevanter Sachverhalte in den USA zur Durchsetzung deutscher berechtigter Steueransprüche bekommen. Lassen Sie mich auch noch abschließend auf das sogenannte Goldfinger-Modell kommen. Man glaubt gar nicht, was es im Steuerrecht alles für Möglichkeiten gibt. Und wir müssen uns wirklich täglich darum bemühen, solche aggressiven Steuergestaltungsmodelle auch auszutrocknen. Bei dem sogenannten Goldfinger-Modell hatten Steuerpflichtige durch den Kauf von Gold künstliche Verluste erzeugt und sich daher der Besteuerung nach ihrer wahren Leistungsfähigkeit entzogen. Das haben wir bereits in einem ersten Gesetzentwurf angegangen, nämlich im letzten Jahre Steuergesetz haben wir bereits den ersten Riegel vorgeschoben. Jetzt schieben wir den zweiten Riegel vor. Das zeigt übrigens, und das, glaube ich, ist auch wichtig als Grundlage für die laufenden Koalitionsverhandlungen, wir sind uns einig,
wenn es darum geht, erkannte Missbrauchsgestaltungen im Steuerrecht zu bekämpfen. Das haben wir übrigens auch in der letzten Legislaturperiode und auch durch gute Ergebnisse im Vermittlungsausschuss getan. Goldfinger-Modell ist ein Punkt, Cash-GmbHs im Bereich der Erbschaftssteuer ist ein weiterer Punkt. Und deshalb glaube ich, werden wir auch als zentrales Ziel in der künftigen Legislaturperiode eine gute Zusammenarbeit von Bund und Ländern brauchen, um erkannte Sachverhalte im Steuerrecht schnell und wirksam im Interesse des Steuersubstrats von Bund und Ländern, aber auch im Interesse der Unternehmen in Deutschland zu beseitigen, die sich an Recht und Gesetz halten, die vor allem im Mittelstand nicht mit Winkelkonstruktionen im Steuerrecht gestalten können. Und denen sind wir es schuldig, hier zu handeln. Und das tun wir auch mit dem Gesetz. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Hartmut Koschek war das also, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium. Und er hat auch nochmal für die Bundesregierung deutlich gemacht, dass auch sie ein großes Interesse daran hat, diese Steuerschlupflöcher zu stopfen. Und wir hören jetzt, wie man weiter verfährt. Man wird wohl gleich jetzt abstimmen und entscheiden. Des Gesetzentwurfs und zugleich über den Antrag ab, die Vorlage für besonders eilbedürftig zu erklären. Wer ist dafür? Das dürfte einstimmig sein. Vielen Dank. Damit ist der Gesetzentwurf als besonders eilbedürftig eingebracht. Der Minister Dr. Walter Borjans aus Nordrhein-Westfalen wird zum Beauftragten für die Beratung des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag bestellt. Wir kommen zu Punkt 26. Ja, meine Damen und Herren, es geht jetzt um die Finanzierung von Kinderbetreuung unter 3 Jahren. Und hier geht es vor allen Dingen um Gelder, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden für den Bau von Kindertagesstellen. Und da ist eine Frist, nämlich 2013. Wenn die Gelder nicht abgerufen werden, verfallen sie. Das soll durch diesen Gesetzesantrag also geändert werden, sodass die Gelder auch noch bis Ende 2014 abgerufen werden können. Thomas Kutschaty, SPD, der Justizminister aus Nordrhein-Westfalen, spricht jetzt dazu. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit großen Kraftanstrengungen haben Träger, Kommunen und Länder mit beträchtlicher finanzieller Unterstützung des Bundes die Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder erfolgreich ausgebaut. Darüber freuen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam mit allen Beteiligten. Wir wissen aber auch, die Aufgabe ist längst noch nicht abgeschlossen. Der Ausbau geht weiter, denn bei einem guten Angebot wird auch die Nachfrage der Familien noch zunehmen. Mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs für die Ein- und Zweijährigen am 1. August sind aus Prognosen erste Erfahrungen geworden. Aus Annahmen über den erwarteten Bedarf wurden konkrete Anmeldungen und tatsächliche Nachfrage. Der Bedarf ist nicht nur regional sehr unterschiedlich. In Ballungsräumen und in den großen Städten werden unterschiedliche Bedarfslagen in den einzelnen Stadtteilen, ja sogar manchmal gelegentlich innerhalb einzelner Stadtteile, deutlich sichtbar. Es bedarf daher jetzt der Feinsteuerung beim Ausbau und der Investitionsplanung, der Justierung im Hinblick auf den konkreten Bedarf in den Stadtteilen, aber auch im regionalen Umfeld der Großstädte. Und es geht darum, noch vorhandene Lücken sinnvoll zu schließen. Vor allem kommt es darauf an, die Infrastruktur mit Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege möglichst wohnortnah und noch bedarfsgerechter zu gestalten und so für die Familien zu optimieren. Das ist gerade in Ballungsräumen keine ganz leichte Aufgabe, die sich mit einem Handumdrehen erledigen lassen würde. Geeignete Grundstücke oder Gebäude in den Wohngebieten sind knapp. Grundstücke müssen baureif gemacht werden. In vielen Fällen müssen Bebauungspläne geändert, Nachbarn überzeugt und gelegentlich auch Widerstände überwunden werden. Bei aller Anstrengung vor Ort können diese Prozesse und Verfahren nicht in den nächsten von heute angerechnet noch gut 12 Monaten bis zur Schlüsselübergabe für die neue Kita oder einen Erweiterungsbau abgeschlossen sein. Das aber ist bislang die Frist für das zweite Investitionsprogramm des Bundes. Alle Baumaßnahmen müssen bis zum 31. Dezember 2014 komplett abgeschlossen sein. Sonst gibt es keine Fördermittel oder bereits geflossene Mittel, müssten sogar an die Bundeskasse zurückgezahlt werden.
Wir wollen mit unserer Initiative und unserem Gesetzesvorschlag daher zwei Ziele erreichen. Die Mittel aus den Investitionsprogrammen des Bundes müssen vollständig für die noch weiter benötigten Betreuungsplätze vor Ort zur Verfügung stehen. Sie müssen in vollem Umfang für den U3-Ausbau genutzt werden. Und zweitens kommt es darauf an, dass die noch verfügbaren Mittel dorthin kommen, wo aufgrund der tatsächlichen Nachfrage auch tatsächlich noch Plätze gebraucht werden, beschafft werden müssen, wo Grundstücke baureif gemacht werden müssen. Und die Vergabe der restlichen Investitionsmittel sollte eben nicht davon dominiert werden, wo am schnellsten gebaut werden kann. Das ist nicht immer unbedingt der sinnvollste Standort. Mit unserem Gesetzesantrag, der einen einstimmigen Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz aufgreift, schlagen wir deshalb vor, für die Hälfte der Investitionsmittel aus dem Programm 2013-2014 ein Jahr bzw. anderthalb Jahre mehr Zeit bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen einzuräumen. Wir können diesen Vorschlag auf einer guten Grundlage machen, da das Programm in den Ländern zügig umgesetzt wurde und auch weiterhin umgesetzt wird. Aber wir brauchen dringend eine Antwort für die Träger, die trotz Bereitschaft keinen Antrag mehr stellen wollen oder sogar Bewilligungsbescheide nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht innerhalb der vorgegebenen Frist bis Ende 2014 ihre Einrichtung fertigstellen können. Und diese Antwort dazu geben wir mit dem vorliegenden Entwurf. Unser Vorschlag löst auch ein weiteres Problem, das besonders einige kirchliche und freie Träger, aber auch einige Kommunen durchaus drückt. Maßnahmen, die aus dem ersten Bundesprogramm Fördermittel erhalten, müssen bereits am 31. Dezember diesen Jahres abgeschlossen sein. Dieses erste Investitionsprogramm ist erfolgreich umgesetzt. Alle Mittel sind verplant und bewilligt. Aber es gibt noch eine begrenzte Zahl von Fällen, in denen die Abschlussfrist wohl nicht eingehalten werden kann. Das hat in der Mehrzahl der Fälle durchaus sehr nachvollziehbare Gründe, die nicht vorhersehbar waren, wie zum Beispiel die Insolvenz eines Bauunternehmens, welches den Kindergarten bauen sollte, und Neuausschreibungen oder Verzögerungen bis hin zu Klagen gegen Änderungen von Bebauungsplänen, unvorhersehbaren Sanierungsbedarf beim Umbau vorhandener Einrichtungen. Wir möchten die Träger vor Ort auch in dieser überschaubaren Anzahl von Fällen nicht in der Klemme sitzen lassen und eine Lösung dazu anbieten. Dafür schlagen wir eine Öffnung der Abschlussfristen für 7,5% der Gesamtsumme vor. Diese Quote ist für die Länder nach deren Angaben ausreichend. Weil die erste in Rede stehende Frist am 31. Dezember 2013, also in wenigen Wochen, abläuft, ist die Angelegenheit auch in diesem Punkt sehr eilbedürftig. Der Gesetzentwurf ist daher mit den Ländern und dem Bund erörtert und abgestimmt. Er ist im gesamten Erarbeitungsprozess transparent gemacht worden. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass wir noch in diesem Jahr gemeinsam die erforderlichen Entscheidungen treffen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank.